Betriebsrat Marco Schreuder, erteile es ihm. Danke, Herr Präsident, Herr Staatssekretär. Ein ernstes Thema, keine Frage. Es geht um die Renovierung des Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau. Und wenn Sie einmal Ihre Smartphones zur Hand nehmen und einen Routenplan eingeben auf Google, wie weit ist es jetzt von diesem aktuellen Standort, wo wir heute sind, nach Auschwitz, dann sind es 398 Kilometer. Das ist nicht weit. Die meisten Leute oder für die meisten Leute wirkt Auschwitz, wenn man das Wort Auschwitz sagt, noch so unendlich weit weg. Im Vergleich von hier nach Bregenz sind es 645 Kilometer. Also Auschwitz liegt näher an Wien als Bregenz. Ich finde, das wird oft übersehen und oft vergessen. Und warum sage ich das? Es gibt in der Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau, und wir sind sehr froh, im Übrigen, das muss ich natürlich bestätigen, wir sind sehr froh, dass jetzt diese Summen zur Verfügung gestellt werden, dass der Nationalfonds hier aktiv werden kann, die Gedenkstätte mitzufinanzieren. Wir sind sehr froh, dass die Dauerausstellung, die österreichische Dauerausstellung vor Ort neu gestaltet wird. Also für die, die es nicht wissen, es ist tatsächlich noch ein sehr fragwürdiges Bild über Österreich, das in dieser Ausstellung präsentiert wird. Ein Bild, das in den 70er Jahren leider noch sehr oft hochgehalten wurde. Österreich sei das erste Opfer. Mittlerweile sind die Historiker und die Historikerinnen natürlich weiter. Und wir wissen auch über die Täterschaft in diesem Land, über die Mitläufer, über die Mitläuferinnen und die, die aggressiv mit dabei waren und Menschen vernichtet haben. Aber warum habe ich das mit den 398 Kilometer erwähnt? Pro Jahr besuchen 68.000 Deutsche Auschwitz-Birkenau und 3.200 Österreicher und Österreicherinnen. Doppelt so viele Besucherinnen in Auschwitz-Birkenau kommen beispielsweise aus Singapur, aus Slowenien oder aus Portugal, aus Australien. Wir werden nämlich sehr oft mit Australien verwechselt, bekanntlich. Australien wäre in dem Fall gut. Aus Australien kommen viermal so viele Menschen nach Auschwitz-Birkenau, um sich die Ausstellung und die Gedenkstätte zu besichtigen, als Österreich und Österreicherinnen. Ich mache jetzt keine Volkskritik hier. Aber ich glaube, ich kann jetzt nur Sie beide, weil Sie jetzt auch da sind, Frau Ministerin, bitten, in der Bundesregierung auch zu überlegen, wie schaffen wir es, mehr Österreicher und Österreicherinnen, vor allem aus den Schulen, dorthin zu bringen, damit sie diese Städte sehen und damit sie wissen, was dort geschehen ist. Weil es ist einmalig in der menschlichen Geschichte, dass eine Vernichtung in dieser Art und Weise industriell passiert ist. Und es ist wichtig, das zu vermitteln, gerade aufgrund dieser Umfrage, die ich heute auch mit Sorge gelesen habe, dass 11% der Jugendlichen zwischen 16 und 19 glauben, Hitler hätte uns was Gutes gebracht. Das mag aber auch daran liegen, und erlauben Sie mir diese persönliche Anmerkung, also ich komme selber aus einem kleinen niederländischen Dorf, das von den Nationalsozialisten durch eine Razzia vernichtet worden ist, also verbrannt worden ist, alle Männer zwischen 17 und 55 ins Konzentrationslager gebracht worden sind. Erlauben Sie mir persönlich zu erzählen, meine Familie sind Zeugen Jehovas, ich nicht, aber meine Familie, unser Nachbar war Leopold Engleitner, den kannte ich sehr gut. Ich weiß nicht, einige von Ihnen kennen ihn wahrscheinlich, der älteste noch lebende KZ-Überlebende, ist jetzt 106 Jahre alt. Und als homosexueller Mann, der ich ja bin, ist es natürlich ohnehin eine Frage, wie gehen Gesellschaften mit Minderheiten um? Und so ist natürlich auch meine Solidarität sehr groß für Menschen, die verfolgt worden sind, insbesondere den Juden und Jüdinnen. Auschwitz-Birkenau wurde am 27. Jänner befreit. Und am 27. Jänner 2012 feiern in der Hofburg Burschenschaft und Burschenschafterinnen, tanzen Walzer am Tag, wo Holocaust-Überlebende gedenken. Und sie tanzen von Burschenschaften ausgehend, von Burschenschaften ausgehend, die kein Problem damit haben, Holocaustleugner einzuladen, Barden einzuladen mit Gesängen, die ich hier nicht zitieren will, weil sie dem Hohen Haus nicht würdig sind. Obwohl, und ich mache der Freiheitlichen Partei jetzt keinen Vorwurf als Generelles,
Sie brauchen sich nicht aufzuregen, ich mache Ihnen persönlich keinen Vorwurf. Aber Sie gehen nicht zu diesem Tagesordnungspunkt hinaus und geben hier ein Bekenntnis ab zur Erinnerung an diese Vernichtung. Ja, Ihr Bekenntnis ist, dass Sie jetzt meine Rede stören. Das ist Ihr Bekenntnis, ganz offensichtlich. Ja? Und Ihr Bekenntnis ist, dass Sie immer wieder Menschen in euren Reihen habt, die aus Burschenschaften kommen, die den Holocaust leugnen. Das gilt nicht für die gesamte Freiheitliche Partei, aber die sind in Ihrer Partei. Und am 27. Jänner werden die Mitglieder Ihrer Partei Walzer tanzen und einen Ball feiern, wo zeitgleich die Shoah-Überlebende gedenken. Ich finde das unerträglich. Vielen Dank.